Wie sorge ich dafür, dass mein fetter Bass auch auf kleinen Speakern wie zum Beispiel am Handy gut zu hören ist? Dazu ist es natürlich erstmal hilfreich zu wissen, was eigentlich übrig bleibt, wenn Handyspeaker, billige Kopfhörer oder auch Bluetooth-Boomboxen deinen Mix abspielen. Ich habe hier im TDR Nova mal eine Frequenzkurve nachgebaut, die ungefähr dem Klangverhalten von einem Handyspeaker entspricht. Dass es also ungefähr so klingt, als wenn es aus dem Handy rauskommen sollte. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kannst du hören, was von deinem Mix eigentlich noch übrig bleibt, wenn das Handy damit fertig ist. Und zum anderen kannst du so kontrollieren, ob das, was ich dir jetzt gleich zeige, auch wirklich genügend Wirkung zeigt. Diese Einstellung vom TDR Nova kannst du dir übrigens auch über den Link hier unten in der Videobeschreibung runterladen. Und ich habe auch eine Kurve für den FabFilter Pro Q3 als Preset beigelegt, falls das vielleicht dein Equalizer deiner Wahl ist. Aber ich habe ja gesagt, kostenlos, deswegen für den TDR Nova. Also, nehmen wir uns nochmal unseren Beat von gerade übers Handy abgespielt, klingt der dann quasi so. I lost myself. Okay, alle Bassfrequenzen unterhalb von 150, 200 Hertz sind weg. Was wir also brauchen, ist Bass, der oberhalb dieser 150, 200 Hertz spielt, auch wenn das vielleicht in deinem Bass gar nicht mal so oder nur wenig vorhanden ist. Dazu dupliziere ich jetzt erstmal einfach meine Spur. Ich nehme also meine Spur hier, ich mache mal den TDR Nova aus und klicke jetzt mal mit der rechten Maustaste auf meinen Bass drauf. Kann ich hier direkt Spur duplizieren, vollständig auswählen. In deiner DAW geht das sicherlich auch ähnlich und bekomme dann erstmal einen Klon von meiner Bassspur. Auf diesen Klon packen wir jetzt mal einen Equalizer drauf. Eigentlich brauchen wir nur einen Low Cut. Ich nehme mal den Pro EQ hier von Studio One und mit dem können wir jetzt erstmal hier mit einem Low-Cut, sagen wir mal, alles bei 175 Hertz. Das ist zwischen 150 und 200 Hertz ungefähr die Mitte. Können wir wegschneiden. Machen wir eine hohe Flankensteilheit. Jetzt musst du darauf achten, wenn du hier zwei Basssignale parallel fährst und du bei dem einen mit einem Low-Cut arbeitest, dann kann es passieren, dass an der Abrisskante sich die Phase verschiebt. Das heißt, dass der Bass da dünner wird, obwohl wir ja eigentlich mehr Bass haben wollen. Deswegen muss man mal überprüfen, was mit der Phasenlage jetzt passiert. Ich höre mal eben die beiden Bassspuren zusammen ab. Nur die Hauptspur. Gefühlt klingt die Hauptspur alleine fetter als die, als wenn wir das zusammen mit der neuen Spur zusammen abspielen. Deswegen machen wir mal ein Mix-Tool dahinter. Also in deiner DRW ist das vielleicht ein anderes Plugin. Mit diesem hier kann man auf jeden Fall die Phase drehen und hören mal, was passiert, wenn ich das an- und ausschalte. Erst hören wir ohne gedrehte Phase und dann mit gedrehter Phase. Also nochmal von vorne. Okay, tatsächlich. Also das Bass-Signal wird jetzt ein bisschen fetter. Tatsächlich ist durch die Abrisskante auf dem zweiten Signal ist die Phase verschoben worden, sodass der Bass sich da an der Stelle ein bisschen auslöscht. Deswegen also das Mix-Tool eine gute Wahl an dieser Stelle. Und damit sich dieser Bass jetzt noch besser durchsetzt, den wir jetzt gerade schon dazu gebaut haben, packen wir nochmal tüchtig Verzerrung drauf. Kostenlos geht das durchaus mit irgendeinem Verzerrer. Ich nehme mal das Red Light Distortion. Du kannst aber auch zum Beispiel den kostenlosen Saturation Knob von Softube dazu nehmen. Ich nehme mal hier das Red Light Distortion, weil das ist bei Studio direkt mit reingeliefert. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da tüchtig, ich höre das mal solo ab, dass wir da tüchtig Distortion reindrehen. So, nicht zu laut werden. Diese Distortion, diese Verzerrung, diese Obertöne sorgen dafür, dass der Bass noch mehr Informationen im oberen Frequenzbereich bekommt und sich dadurch im Mix noch besser durchsetzen kann. Wir schieben das ja gleich parallel nochmal dazu. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir eben kurz hier die gleiche Lautstärke haben, mit der wir ins Plugin reingehen und rausgehen. Ah, es klingt auf jeden Fall schon sehr verzerrt, ne? Okay, kannst du schön mit experimentieren und jetzt schieben wir das Ganze mal zu unserem Hauptbass dazu. Das Ganze natürlich wie immer Mixentscheidung im gesamten Mix, also machen wir das Solo aus und hören uns das Ganze mal an, wenn wir das dazu schieben. Ich nehme mal den Fader runter von unserem neuen Signal und schiebe das dann mal dazu. Also, viel Spaß! Ohne. Okay, der Bass ist auf jeden Fall schon mal deutlich durchsetzungsfähiger geworden. Nicht unbedingt lauter, aber man hört ihn irgendwie ein kleines bisschen besser. Aber jetzt der Lackmustest. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt unseren virtuellen Handyspeaker wieder anschalte? Also TDR Nova wieder an, da ist er wieder. Und jetzt mache ich mal unsere neue Spur, unsere neue Bassspur aus und gebe sie dann dazu. Mal gucken, was passiert. Noch ein bisschen mehr.
Du siehst, dass man den Bass durchaus auch in Regionen deutlich oberhalb der fetten Frequenzen hörbar machen sollte. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie ich diesen kompletten Beat hier gebaut habe, dann schnapp dir mal ein Kaltgetränk, nimm dir ein bisschen Zeit und schau dir das folgende Video hier auf der Seite an. Da zeige ich dir nämlich Stück für Stück, wie ich diesen Beat gebaut habe. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und viel Spaß beim Nachbauen. Yassou.